Die Zahl der Wölfe steigt in Deutschland weiter an und damit auch die Angriffe auf Nutztiere. Bauern und Jäger fordern deshalb schon seit längerem, den Bestand zu reduzieren. Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ist aber dagegen. Und sie hat eingeladen heute zum großen Wolfsgipfel hier in Berlin mit betroffenen Organisationen und Verbänden. Ein Bündnis aus Nutztierhaltern und Jägern hat schon im Vorfeld des Gipfels auf einer Pressekonferenz Stellung bezogen und fordert mehr Abschüsse. Gerissene Schafe, Ziegen und Dammhirsche. Bei Nutztierhaltern geht die Angst vor dem Wolf um. Und der verbreitet sich in Deutschland immer weiter. Mittlerweile soll es mindestens 1100 Einzeltiere geben. Die Folge? Die Zahl der durch den Wolf getöteten Nutztiere ist geradezu explodiert. Von knapp über 700 im Jahr 2015 bis auf weit über 3000 in den vergangenen beiden Jahren. Schon vor dem eigentlichen Wolfsgipfel fordert ein Bündnis aus Bauern, Jägern und Tierhaltern endlich Konsequenzen und eine Reduzierung des Bestands. Dazu sollen in Zukunft nicht nur Problemwölfe entnommen werden dürfen, sondern auch ganze Rudel. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Rudel haben, die sehr auffällig sind in Bezug auf Nutztierrisse. Sie haben sich quasi auf Nutztierrisse spezialisiert. Spätestens an dem Punkt haben wir einen Ansatz, wo wir sagen sollten, da müssen wir eingreifen, wenn wir solche auffälligen Rudel haben. Die müssen wir angehen und die, die unauffällig sind, in Ruhe lassen. Doch das wilde Tier ist streng geschützt und der Abschuss ganzer Rudel rechtlich nicht möglich. Bislang sind in Deutschland deshalb auch nur 10 Problemwölfe entnommen worden. Umweltministerin Lemke setzt vor allem auf Entschädigungszahlungen für gerissene Tiere und auf einen effektiveren Herdenschutz, etwa durch Zäune. Angriffe könnten dadurch aber nur bedingt verhindert werden, so Nutztierhalter. Dieses Wettrüsten findet im Moment auch bei den Weidetierhaltern statt. Die Wölfe lernen ständig dazu und sorgen dafür, dass wir immer wieder Angriffe haben, obwohl wir unsere Tiere schützen. Die Fronten vor dem Wolfsgipfel in Berlin sind verhärtet. Wie das Zusammenleben mit dem Wolf in Zukunft aussehen soll, ist noch völlig offen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.